Strom und Wasser vertragen sich einfach nicht. Kein Wunder also, dass gerade in Nassräumen wie dem Badezimmer Elektroinstallationen besonders klaren und strengen Regeln unterliegen. Unser Tipp: Hier sollte sowohl bei der Planung als auch bei einer Erweiterung im Zuge von Sanierungen auch nur der Profi ran. Bei uns in der Elektroabteilung kann man im Prinzip alles bekommen, was sich rund um Elektro bewegt praktisch. Also wir machen ganz normale Einfamilienhäuser, Bädersanierungen, elektrische Anschlüsse für Heizungen, Wohnbauten. In der Industrie tun wir natürlich auch was. Ja, ein Riesenthema ist auch Sicherheit bei uns in der Elektroabteilung. Wir verbauen Alarmanlagen, machen Videoanlagen. Ja. Weiteres Thema ist genauso Beleuchtung, wie man hier recht gut sieht. Ja. Wir machen verschiedene Effektbeleuchtungen, machen aber genauso auch Lichtplanungen für größere Anlagen, für Hallen, Umrüstungen auf LED, eine Berechnungen dazu, ob sich das Ganze rentiert, zahlt sich aus für eine Firma oder nicht. Die Elektroinstallationsabteilung sorgt aber nicht alleine nur für eine sichere Stromversorgung und eine tadellose Beleuchtung im Wohnraum. Was auch immer mehr kommt und was auch ein Riesenthema ist bei uns, ist die Hausautomatisierung bzw. das Smart Home. Ja. Also wir sind da auch sehr stark vertreten, machen KNX, machen Luxon, die eins für die gängigen Systeme ist jetzt da. Ja. Also quer durch die Bank, alles was Elektrotechnik betrifft, kriegt man bei uns in Lagaus bei der Elektroabteilung. Ja. Wer sein Haus plant, weiß im Normalfall schon, welcher Raum für welchen Zweck gedacht ist. Man kann daher das Leitungssystem danach optimieren, sodass in jedem Raum die gewünschten Anschlussmöglichkeiten zur Verfügung stehen. So steht einem multimedialen Anschluss im Bad, einer perfekt abgestimmten Alarmanlage oder einem optimalen Raumklima nichts im Wege. Einer von den Riesenvorteilen bei uns im Lagerhaus ist, wir haben natürlich auch eine Installateurabteilung. Ja. Das heißt, wir kombinieren Elektrotechnik mit Haustechnik. Ja. Wenn wer jetzt eine Badsanierung zum Beispiel möchte, der kommt zu uns, hat einen Ansprechpartner bei uns und wir übernehmen die ganzen Umbauten praktisch für den ganzen. Genauso Heizungssanierung oder neue Heizungsinstallationen braucht man nicht zu einem Elektriker, zu einer Haustechnikfirma, sondern kommt einfach ins Lagerhaus bei uns, gibt es beides aus einer Hand dann und das ist immer ein Riesenvorteil, was man hat davon. Ja. Genauso bei Häusern oder was, ja, die Planung, die Abläufe sind einfach, wenn man beides aus einer Hand hat, läuft einfach das Ganze ein wenig runter und besser ab. Ja. Das ist auch ein Vorteil, was man bei beiden Gewerken von einer Firma hat, sage ich mal. Ja. Fazit: Bei Stromleitungen heißt es also vorausplanen. Alles, was nachträglich geändert werden muss, ist mit aufwendigen Stemm- und Verputzarbeiten verbunden.